Am vergangenen Mittwoch fand der Wintersporttag der Volksschule Wattens am Vögelsberg statt. Dabei hatten 88 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren die Gelegenheit, an einem Staffellauf teilzunehmen. Es waren verschiedenste Stationen rund um das Thema Wintersport aufgebaut, die von Firmen und Unternehmen aus der Region sowie der Bergrettung Wattens betreut wurden. Dafür ein recht herzliches Dankeschön an alle Helfer. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und haben an diesem Tag auch außerhalb des Klassenzimmers viel gelernt. Was macht denn der Lawinenhund bei der Bergrettung? Also er rettet die Menschen da, was innen ist. Mir hat es sehr gut gefallen und der Hund ist voll süß. Doch dass Lawinensuchhunde nicht nur süß, sondern auch äußerst hilfreich sind, beweisen die unzähligen erfolgreichen Rettungsaktionen der Bergrettung jedes Jahr. Was ist denn ein Hillboard und was macht man da mit dem Hillboard? Weißt du das? Da tut man sich, das ist so wie ein Rodel, da sitzt man sich einfach auf und danach kann man rodeln oder man stellt sich auf. Hillboard wird eingesetzt für die Schulung vom Gleichgewicht. Das fängt im kleinen Kindesalter schon an, dass man da recht gut trainieren kann. Also ist so quasi eben auch die Vorstufe zum Snowboardfahren. Da sollte man sich dann einige blaue Flecken dann eben auch ersparen können. Das war für uns ganz eine interessante Erfahrung. Gerade mit den kleinen Kindern von der ersten und zweiten Klasse ist es sehr lustig. Da versuchen wir mal das Hillboard ein bisschen näher zu bringen und für den Einstieg quasi setzen sich die kleinen Kinder mal drauf und fahren mal so den Hügel runter, damit sie mal einfach vertraut werden mit dem Gerät. Dann die größeren Kinder stellen sich schon drauf und können relativ schnell dann eigentlich schon einen Hang runterfahren, so kleine Bögen machen und eben auch bremsen. Unser Hillboard, das gibt es bei uns im Internetshop unter www.hillboard.at oder sonst bei Sport Erle in Wattens und anderen guten Einzelhandelsgeschäften in der Region und in der Umgebung. Neben Spaß am Hillboard gab es auch noch genügend Zeit, um etwas zu lernen. So hatten die Kids die Möglichkeit, an einer simulierten Lawinen- und Verschüttungssuche mit Piepser und Sonde teilzunehmen, welche von Tommy Erler von Sport 2000 Erler in Wattens geleitet wurde. Wir haben Lawinengeräte suchen müssen und sie danach ausgraben müssen. Und dann haben wir nur unseren Gruppen Namen gegeben. Und wir haben da auch so ein Rennen gemacht und am Ende gibt es einen Gewinner. Wir sind von Sport Erla in Wattens und machen da eine LVS-Suche. Ganz einfach, es kennt eh jeder das Problem mit den Lawinen. Und wenn er bei unten drinnen liegt, dann kann man mit einem Lawinenpiepser suchen und ihm somit das Leben retten. Was wir da jetzt tun, die Kinder sagen mir das spielerisch anhand von einer Schatzsuche. Wir, dass sie mit dem Gerät umgehen müssen, die suchen ein Gerät, das was eingraben ist und eben da lernen sie das einfach spielerisch damit. Total eine tolle Partie, die Kinder sind gut mit voller Elan dabei und ist eine lässige Sache. Das Team von Sport Erler war bestens ausgerüstet am Vögelsberg. So konnten sie den wissbegierigen Kindern zeigen, wie die Skier zu Beginn der Saison präpariert werden, um ein einwandfreies Pistenvergnügen zu garantieren. Natürlich durfte auch von den Kleinsten fleißig gewachselt werden. Was macht man denn, wenn Ski Kratzer drauf haben? Man wächst sie ein und macht Kantenservice. Und wie oft oder wann macht man das? Immer am Anfang der Saison. Einwachsen, Kantenservice. Und wann macht man denn das? Am Anfang der Saison. Ich glaube, der Wintersporttag hat sich mittlerweile etabliert und ich glaube, es ist ein ganz sinnvoller Tag da oben am Vögelsberg. Es ist ja für mich als Bürgermeister ganz wunderbar, wenn man sieht, dass die Dinge, was da oben realisiert worden sind, eben auch hergenommen werden. Der Wintersporttag der Volksschule Wattens wird natürlich auch immer wieder unterstützt von Unternehmen. Die Raiffeisenkasse war da und das Sporthaus Erla. Und eben heute habe ich einmal ganz was Neues probiert, das sogenannte Hillboard Tirol, was natürlich da oben sich ganz wunderbar probieren lässt. Es hat alles ganz, ganz super funktioniert, weil wir haben ganz viele fleißige Eltern, die uns helfen und auch meine Lehrerinnen sind ganz, ganz fleißig. Beim Skifahren sind die Anfänger schon beim Lift und heute haben wir den Wintersporttag gehabt. Der hat auch ganz, ganz super funktioniert mit allen Beteiligten, alle Stationen vom Sport Erla bis zur Reika
bis zu den Lawinenhunden und zum Hillboard. Das hat die Kinder auch total ganz gut gefallen. Und wir sind begeistert und hoffen, dass die nächsten zwei Tage auch noch so weitergeht. Der Fleiß der Kinder wurde natürlich ordentlich belohnt. Die drei schnellsten Gruppen der Verschüttungssuche wurden bei einer Preisverleihung im Anschluss prämiert. Ein aufregender und Gott sei Dank unfallfreier Tag liegt hinter den Kindern der Volksschule Wattens.